Runde 3, ich freue mich. Ich werde mir so in die Hose scheißen, live, Freunde. Immer mehr Pillen? Oh, okay, Callum, du kleiner Künstler. Freunde der Nacht. Langsam wird mir das hier aber sehr unheimlich. Puh. Er liebt mich noch. Auch wenn die Sachen hier anders aussehen. Der Kopf ist auch schon ab. Scheiß die Wand an. Hallo, ich bin immer noch da, Shoppinglist. Okay, okay. Tickets für Atlantic Park. Das muss kurz bevor wir losgefahren sind, die Wiesen sein. Oh, bitte nicht. Oh, bitte nicht. Scheiße, nee, sag ich euch. Oh. Quildet nicht. Quildet alles nicht. Ta, 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 ta. Jetzt ist die Tür schon offen, wa? Bitte nicht. Bitte nicht. Noch eine Runde? Im Ernst jetzt? Das wird ja immer schlimmer. Wer macht denn sowas? Wer macht denn sowas? Warum? Warum, Leute? Warum? Wieso? Keine Ahnung, was das soll. Hat mein Sohn umgebracht? Ich hoffe nicht. Hallo Leute, was ist denn heute auf der Shoppingliste? Ach du Scheiße, Freunde! Den Kühlschrank, der ist hier auch fast hin, ne? Ich hab nicht geschrien wie ein Mädchen. Hab ich nicht. War ich nicht. Hol mal das Kind aus dem Ofen, ist bestimmt durch, ey. Okay, festhalten, es sieht los. Ist das jetzt euer verkackter Ernst? Hallo? Das Kind ist immer noch fertig. Hallo? Hallo, Leute? Na, ihr habt Spaß hier, wa? Noch eine Runde? Oh, Leute, das ist jetzt langsam geht's mir aber ein bisschen, wird's mir zu persönlich hier. Ich komme. So langsam wirst du ja bescheuert hier.
Keine Zeit verlieren, wir müssen hier durch. Das spitzt sich ganz schön zu. Wow. Wow. Okay. Wow. Hey, hey, hey. Das Kind ist langsam durch, würde ich sagen, oder? Fallt ihr jetzt von der Decke? Der nimmt mich ja auf den Arm hier. What? Kennt ihr diese Momente in Spielen, wo er sagt, scheiß drauf aufs Ende? Das ist gerade einer von diesen. Ha! Gut, dass ich es nicht gemacht habe. Wir sind durch. Zumindest durch das komische Albtraum-Ding. Ich glaube, mein Deo versagt gerade ein bisschen. Naja. Stories are told again and again, and from their shape we build our understanding of the world. Two children are led into the woods. They are lost for a time, but then are captured by an old witch. The child goes missing in Atlantic Island Park. He wanders lost for a time, before finding his way into the mouth of an old witch. In the oldest version of the story, the mother and the witch were the same person. I never wanted to be the witch. But I am, aren't I? Ist das so? Jetzt muss ich echt da nochmal gucken, ob das so ist. Ich war mir nämlich nicht sicher. Ich glaube, das nämlich Hänsel und Gretel ist auch ein ganz schön abgefucktes Märchen. Ich möchte nicht die Hexe sein. Vorher möchte ich nicht gegessen werden. Hier spielt ein Grammophon. Eyes without sparkle. Na denn. Oh, mir fällt es echt schwer zu schlucken. Ich habe immer Angst zu schlucken, weil ich mich dann vielleicht erschrecke und dann an meiner eigenen Spucke krepiere oder so. Hänsel und Gretel. Jetzt geht's ab. Der Ofen ist offen, jetzt geht's rund. Ja, jetzt sehen wir noch schön in die Därme von dem Park hier, wa? Calum. Calum! Calum. Calum. Cthulhu, da ist er. Geile Shirt. Wartet jetzt die Wesen? Nee,
Gott sei Dank, Ed. Hat mich aber sehr verstört zurückgelassen. Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Take a deep breath and think about the last place you saw your son. In my heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. Dreamlike State. Lässt mich jetzt ein bisschen eiskalt zurück ins Spiel. Klärt mich nicht ganz auf, was da passiert ist, aber vielleicht ist es genau das, was zieht. Eine Mutter kriegt ein Kind, hat keinen Bock mehr drauf, wird psychisch krank, das Kind wird ihr weggenommen, sie kriegt es wieder, dann Freizeitpark, weg ist das Kind. Vielleicht hat es umgelegt, vielleicht auch nicht. Wer weiß das so genau? Bin ich die Hexe? Bin ich's nicht? Wir werden es nie erfahren. Kleinet, aber feinet Indie-Game. The Park. Interpretation von euch. Discuss. Nein, schreibt mir euren Kommentar drunter, wie ihr das Spiel interpretiert. Sagt mir Bescheid, was ihr davon haltet. Vielleicht habt ihr auch die ganzen Zettel und weiß ich was gelesen. Ich hab's jetzt nicht so viel gemacht, weil mir das immer ein bisschen sehr anstrengend ist, das alles da durchzuforsten. Ich glaube, viel, viel mehr aufgeklärt wird man dadurch aber auch nicht. Wer weiß. Da ist er, der Callum, mit seinem Teddybär. Was mit ihm passiert ist, keine Ahnung. Kleiner, armer Junge. Das kann ich dazu noch sagen. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Die Mutter ist einfach ganz schön durch den Wind. Schön gemacht. Cooles Spiel. Cool gemacht. Coole Atmosphäre. Zieht nochmal zum Schluss richtig doll an. Ist ganz viel Überwindung. Und wer mal spielen will, tut euch keinen Zwang an, ist lustig, kostet auch nur einen schmalen Taler. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Let's Play wieder. Wenn wir was Feines spielen, ich weiß noch nicht genau, was das ist, aber irgendwas wird es auf jeden Fall sein. Feuerpapa ist online und ich gehe offline. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.